1, 2, 3, 4. 89% Boost, das ist hervorragend. Wir gehen in die Linkskurve, auch hier mindestens einen doppelten. Wir haben sehr viel Boost am Start. Fahren auch jetzt hier, kommt. Wir gehen jetzt einmal nach vorne, einmal auf den ersten Platz. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Rocket Racing Tutorial. Heute für die Strecke Drifterträume. Die Strecke Drifterträume ist eine der ersten und mit einer der einfacheren Strecken. Aber falls ihr da noch Hilfe braucht, schaut euch das Tutorial gerne an. Auch wenn nicht, eventuell habe ich noch ein paar Infos, die ihr vielleicht vorher noch nicht hattet. So, wir gehen zusammen ins Rennen und schauen uns das einmal an. Es ist eine Strecke, bei der es keine expliziten Abkürzungen gibt. Aber dennoch würde ich euch die eine oder andere Stelle zeigen, an der ihr eventuell, wenn ihr wollt, ein kleines bisschen abkürzen könnt und so eventuell ein bisschen Zeit rausholen könnt. 1, 2, 3, 4. Das Timing ist immer wichtig. Ich habe es jetzt nicht gut gemacht, ist aber nicht so schlimm, auch wenn man das mal verkackt. Man kann viel rausholen. Wir driften auf jeden Fall wieder frühzeitig in die Kurven rein und versuchen auch da, wo es geht, gerne mal einen Doppeldrift zu machen. Hier würde ich auf jeden Fall einen Rechts-Links-Drift anlegen. Hier Doppeldriften. Sehr gut. Holt euch überall raus, was geht. In den engen Kurven driftet frühzeitig, startet den Drift und geht auf jeden Fall, wenn es geht, auch in einen Dreifachdrift. Schaut mal an, wir haben, okay, jetzt bin ich an die Wand geboostet, das war gar nicht so gut. Wir haben jetzt schon fast den kompletten Boost aufgeladen und wir haben die erste Runde gerade mal gefahren. Wunderschön. Jetzt zeige ich euch in der nächsten Runde einmal, wo man abkürzen könnte, wenn man es denn wollte. So. Eine Abkürzungsmöglichkeit wäre zum Beispiel hier. Es ist aber relativ schwierig. Ihr müsst sehr hoch hinaus. Es klappt nicht. Kein Problem. Nein, ich habe mich vertan. Es wäre diese Stelle hier gewesen. An dieser Stelle hier könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen abkürzen, wenn ihr die Kurve nicht nehmt, sondern außen rüber jumpt. Das machen wir gleich noch einmal. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auch die erste Abkürzung einmal genommen. Aber das will mir gerade nicht so richtig gelingen. So, wir sind in der letzten Runde. Wir machen das Ganze nochmal. Wir schauen uns das noch einmal an. Ich weiß nicht, ob diese Abkürzereien hier wirklich viel bringen. Diese hier ist sehr, sehr schwer zu nehmen, da es ein Anstieg ist und man muss erstmal überhaupt dort oben hinkommen. Ich habe das schon einmal geschafft, ich bin mir sicher. Aber irgendwie klappt das jetzt gerade nicht mehr. Hier an dieser Stelle, auf jeden Fall, ihr könnt hier auch einen Boost mit reinnehmen. Flippt um die Kurve rum und schon seid ihr wieder auf der Strecke. Ich denke, diese Stelle, das kann euch einiges bringen. Auch hier könnte man eventuell die Kurve etwas enger nehmen, indem man einmal rüber jumpt. Aber ich empfehle das nur auf eigene Gefahr. So, wir sind auch schon im Rennen. Wir haben fast eine volle Lobby. Der letzte wird wahrscheinlich auch gleich noch kommen. Wie gesagt, diese Strecke ist eigentlich sehr einfach. Ich bin mal gespannt, was wir hier rausholen können. Oh, der Counter läuft. Gleich geht's in den Start. Die grüne Ampel kommt jetzt. Und 1, 2, 3... 4, 89% Boost, das ist hervorragend. Da kann man mitarbeiten. Auf jeden Fall. So, wir fangen den Drift an. Wir machen einen zweiten Drift. Sehr gut. Hier mache ich einen Rechts-Links-Drift in Kombination. Und wieder rüber. Driften, driften, driften. Auch ruhig mal doppelt. Versucht nicht an die Bande zu knallen, so wie ich das hier gemacht habe, sondern versucht sauber mitten in der Strecke zu bleiben. Driften, was das Zeug hält. In der Mitte bleiben. Die anderen haben schon Boosts benutzt. Wir haben es noch nicht getan. Ich versuche jetzt einfach mal an dieser Stelle hier, wie gerade geübt, die Abkürzung zu nehmen. Wir knallen uns sofort auch einen Boost hinterher. Wir haben genug zur Verfügung. Wir sind noch auf Platz 1, aber da kommt ein Ans vorbeigerast. Was ist das denn? Der Carabanossi. Wie kann man sich hier nur Carabanossi nennen? Kein Problem, jedem das seine. Wir haben genügend Boost am Start und wir driften uns jetzt hier nochmal nach vorne. So, jeder Boost gibt uns einen Beschleunigungsschub. Und das ist Gold wert. So, wir hauen hier nochmal einen Doppelten rein. Wir gehen in die Linkskurve. Auch hier mindestens einen Doppelten. Wir haben sehr viel Boost am Start. Das heißt, wir hauen jetzt einmal raus. Wir wollen es nicht zu lange sparen. Auch jetzt hier, kommt. Wir gehen jetzt einmal nach vorne. Einmal auf den ersten Platz. Diesmal lasse ich die Abkürzung, die ich gezeigt habe, aus. Ich weiß nicht, ob das sich wirklich lohnt. Hier machen wir noch einmal die Rechts-Links-Kombination. Und drüber. Einmal, zweimal. Wir können hier einiges rausholen. Der Carabanossi, der will es wissen. So, aber wir sparen uns unsere Boosts auf für die letzte Runde. Ich denke, wir können den Carabanossi relativ einfach schlagen. Es ist ja nur eine Wurst in der Dose. Nein, gar nicht. Du bist keine Dosenwurst. Da ist das Ende. Ich habe es vermasselt. Schande.
Die Strecke war schneller zu Ende, als ich gedacht habe. Platz 2 ist aber in Ordnung. Verdammt, wenn ich rede, penne ich. Wir waren sehr dicht beieinander. Bitteschön, Carabanoso, hast du dir verdient. So, wie gesagt, auf dieser Strecke kommt es hauptsächlich auf die sauberen Drifts an. Ich habe euch meine Abkürzung gezeigt, die mögliche wäre, ob sie wirklich was taugt. Probiert es gerne aus. Ansonsten, driften, driften, driften. Bleibt mitten in der Strecke. Spart euch die Boosts zum Ende hin auf. Hat euch das Video gefallen, liked das Video, abonniert den Kanal und lasst mir ganz viele Kommentare da. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.